Der Mann, der vorgeführt ist, war uns auf dem Platz. Leider hat er sich eine rote Karte eingefangen und ist nicht nur heute, sondern auch beim nächsten Spiel gegen Greuther Fürth gesperrt. Und er hat mir eben gesagt, seine Frau hat gesagt, warum sind das nicht zwei Auswärtsspiele, das wäre viel schöner, dann wärst du bei mir zu Hause. Können wir nicht immer so machen. Philipp, wir wollen auch gar nicht auf die roten Karten schauen. Wir wollen mal ein bisschen noch zurückblicken. Hannover 96, auch beim Hamburger SV, das waren schon tolle Momente für uns. Ich sag mal, das DFB-Pokalspiel, das sich jetzt mal ein bisschen außen vor geht, ist die Liga dran. Und ist für uns ein bisschen, sag ich mal, der Hebel ist umgelegt worden. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel gegen Hannover war extrem wichtig. Gerade auch für die Fans hier, die uns bis zur letzten Minute unterstützt haben. Und das brauchen wir auch heute jetzt gegen Rostock. Und wir sind einfach sehr glücklich, dass wir das geschafft haben, in der Woche 6 Punkte zu holen, ein gutes Spiel abzuliefern gegen Leverkusen. Jetzt gilt es, dieses Spiel voller Konzentration anzugehen und alles dafür zu tun und zu gewinnen. Ja, schauen wir auf den heutigen Gegner, Hansa Rostock, da sind ja noch einige, die auch bei uns hier in Paderborn schon eine gewisse Geschichte haben und auch hier schon gespielt haben. In dieser Woche ist der Cheftrainer entlassen worden. Ist das, wo du sagst, ein Spieler, das kann Auswirkungen haben auf eine Mannschaft? Dürfte eigentlich nicht, weil wir nur auf uns konzentrieren und ich glaube, es ist wichtig, dass wir von der ersten Minute da sind und das ist entscheidend. Dann schauen wir mal auf das heutige Spiel und jetzt die wichtigste Frage, dein Tipp für das heutige Spiel. 1-0. 1-0, oh, dann sehen wir wenig Tore, ich würde es ein bisschen höher ansetzen, aber das ist jetzt auch nicht ganz so weit wichtig. Philipp, liebe Grüße an deine Frau, ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns. Und wie gesagt, Greuther Fürth ist noch nicht, aber danach stehst du uns wieder zur Seite. Philipp Hürrian, herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön.